Seid herzlich willkommen zurück zu BioShock. Wir wollen. Bist du dir sicher, dass ich da nichts finden will? Hacker Delay 3. Alter, geht ihr mir auf den Sack? Ups. Bist du dir so sicher? So, ich muss jetzt eigentlich bloß noch wie ein Big Daddy riechen, ne? Du mal lieber weg da. Also hier muss ich hin. Da haben wir Nummer 1. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, verstehe ich beim besten Willen nicht. Geh einfach down. Hey! Ihr Penne! Warum die Idioten schlagen sie auch von hinten an? Diese Arschlöcher, sag ich euch. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette.
Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Gib her die Spritzen. Ich habe so das Gefühl, dass ich in eine dieser Zellen muss. Aber ich weiß nicht in welche. Ich glaube, da haben ein paar Spritzen zu viel gekriegt. Ein paar. Aber nur ein paar. Männer sorgen sich immer um ihre Potenz. Die Sorgen kann ich ihnen machen. Musst mich auch nicht mögen. Verlangt ja keiner von dir. Ein Safe Cracker. Okay. Ah. Diese Dinger greifen mich also nicht an, wenn ich so als Big Daddy bin. Alles klar. Geil. Ach so, stimmt ja. Wo soll ich denn genau hin? Will ich das richtig sehe, da durch? Das Problem ist, ich komme da nicht durch. Okay.
komme aber von da oben nicht rein. Das kannst du mir auch mal geben. Okay. Ganz ehrlich, ich bin gerade überfragt. Zum Eingang des Trainingsgeländes zurückkehren. Ich verstehe das Ganze direkt gar nicht, aber lassen wir es mal. Wahrscheinlich bin ich jetzt auf dem richtigen Weg. Ja, wir werden es sehen. Du musst sie aus jedem Versteck locken, dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Okay. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Du hast in diesem Abschnitt nicht alle Little Sisters gerettet oder ausgebeutet. Ja, ich weiß. Ich weiß, mir fehlt hier eine. Aber das ist noch zu verkraften. Und eine musste ich ja töten, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ah. Könnte heulen. Aber wisst ihr, wie scheiße das durch den Helmzug schauen ist? Okay, wenn ich drauf gehe, komme ich hier wieder rauf. Ja, ja. Alter! Mach mir die Tür auf. Gehen wir, Mr. Bubbles! Ich bin soweit! Mit dieser Story über meine Frau und mein Kind habe ich dich reingelegt. Oh, meine arme Moira! Oh, mein kleines Baby Patrick! Oh, ich bin so weit.
Mark? Warum ich gleich so? Ich bin soweit. Nee, komm. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ja, ja. Gehen wir, Mr. Bubbles. Alter, ist das normal, dass die hier so lange braucht? Es ist schön, dass du so weit bist. Oh, Mr. B. Haben Sie dir das? Obwohl Sie eigentlich von der Samenbahn befreit sind, bringst du Chance, mentale Manipulation Sie dazu, mit Ihrer schrecklichen Tätigkeit weiterzumachen. Können Sie diese Liebe kein Mensch mehr verursachen? Ja, ich verstehe schon. Ich bin soweit. Nein, komm. Ich bin soweit. Ey, das kann sich ja ewig hinziehen. Wenn du jedes Mal wieder zum scheiß Lüftungsschacht hin darfst, ne? Gehen wir, Mr. Bubbles. Komm, Mr. Bubbles. Oh, das kann schon nervig sein. Na gut. Ich würde sagen, die Folge ist vorbei. Offscreen werde ich sie noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Ach so, das ist eine Kamera. Ich bin soweit. Gut, ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin allerdings. Habt einen wunderschönen Abend bzw. wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.